Genauso wenig wie die Schokolade etwas damit zu tun hat, was wirklich dein Problem ist, hat Pornografie in 99% der Fälle etwas mit Sexualität zu tun. 8 Sekunden. 8 Sekunden im Video und ich habe einen der dümmsten Sätze meines Lebens gehört. Pornografie hat nichts mit Sex zu tun. Also Menschen auf Video, die Sex miteinander haben, haben nichts mit Sex zu tun. Aber eine Beziehung, die hat was mit Sex zu tun in deiner Ficklogik. Meine Fresse, bist du scheiße. Ich durfte einen jungen Mann begleiten, der war pornografiesüchtig. Weißt du, was bei ihm der Punkt war, warum er die Dinge getan hat? Er war konfliktunfähig. Er hat seine Familie, hat ihm beigebracht, Konflikte werden unter den Teppich gekehrt. Und weißt du, was jedes Mal kam, als ein Konflikt aufzog in der Arbeit, in der Kirche, in der Ehe? Er war so überfordert, gelähmt, aus Angst vor diesem Konflikt, dass er wie ein Drogenabhängiger den Joint in dem Moment ein Porno sich genommen hat. Also, weil dieser eine Typ einmal diese eine Sache gemacht hat, haben Pornos in 99% der Fälle nichts mit Sex zu tun. Hörst du dich selber sprechen? Dann kann er noch so sehr sagen, Jesus, es tut mir leid mit der Pornografie. Wenn er nicht ernst nimmt, dass die Wurzel etwas ganz anderes ist, wo er vom Bösen gereinigt werden muss, wird er immer wieder den Porno reinziehen, um Vergebung bitten, den Porno wieder reinziehen, um Vergebung bitten. Und das kannst du bis in die Ewigkeit tun. Also um dein Beispiel einmal auf Drogen zu beziehen. Dieser eine Typ hat einmal diese eine Sache gemacht, was bei ihm ein Fluchtmechanismus ist und darum nimmt er Koks. Und darum hat Koks in 99% der Fälle nichts mit einem Rausch zu tun. Es geht nicht darum, high zu werden oder sich geil zu fühlen. Es geht darum, abzuhauen, weil dieser eine Typ einmal diese eine Sache gemacht hat. Merkst du, wie dämlich das klingt? Jesus, was steckt tiefer? Heiliger Geist, was ist die Wurzel? Warum tut die Person das, was sie tut? Es gibt einen Witz über einen Mann, der einen Schnupfen hat und zu verschiedenen Ärzten geht. Und je nachdem, zu welchem Facharzt er geht, kriegt er eine andere Meinung. Er geht auch zu einem Psychologen. Und der Psychologe sagt, sie haben einen Schnupfen als psychosomatische Wirkung, weil ihr Körper sie dafür bestrafen möchte, dass sie Sex mit ihrer Frau Mama haben wollen. Ist natürlich absoluter Schwachsinn, der Typ hat einfach einen Schnupfen. Aber das zeigt sehr schön, wie du argumentierst. Weil bei dir alles eine emotionale Ebene haben muss, überanalysierst du einfache Geilheit so weit hoch, dass es eine innere Leere sein muss, die man mit Sex und Verlangen füllen will, wenn man einfach nur geil ist und einen wegstecken möchte. Diesen Prozess zu gehen, an die Wurzeln zu gehen, Veränderung zu erleben, kann manchmal länger dauern, manchmal schneller gehen. Je komplexer die Wurzeln in deinem Leben sind, vielleicht mit Minderwert, Identität, Konfliktverhalten, nicht mit Stress umgehen oder was auch immer bei dir die Gründe sind, warum du in Pornografie oder in Fantasiewelt dich flüchtest. Wir haben euch bereits gesagt, wie ihr leben sollt, damit Gott Freude an euch hat. Wir wissen auch, dass ihr unseren Anweisungen folgt. Doch nun bitten wir euch eindringlich, im Namen unseres Herrn Jesus, gebt euch mit dem Erreichten nicht zufrieden, sondern macht noch mehr Fortschritte. Ihr kennt ja die Gebote, die wir euch in seinem Auftrag gegeben haben. Gott will, dass ihr ganz und gar ihm gehört. Deshalb soll niemand unerlaubte sexuelle Beziehungen eingehen. Jeder soll mit seiner Ehefrau so zusammenlegen, wie es Gott gefällt und auf sie Rücksicht nehmen. Und jetzt kommt ein sehr herausfordernder Satz. Ungezügelte Leidenschaft ist ein Kennzeichen der Menschen, die Gott nicht kennen. Mein großes, schlaues Buch sagt, dass Sex böse ist und darum ist Sex böse, weil es im großen, schlauen Buch steht, weil es kommt von Gott und Gott hat das geschrieben und Gott lügt nicht und ich möchte es anders übersetzen. Wenn wir einen Lebensbereich haben, vielleicht die Sexualität, wo wir tief drin wissen, dass was wir leben, geht vollkommen an dem vorbei, was sich Gott gedacht hat. Und wir nicht die Veränderung erleben, die Gott uns anbietet, kennen wir in diesem Lebensbereich Gott noch nicht oder nicht gut genug. Also du willst mir sagen, dass wenn ich mein Leben nicht so lebe, wie es in einem uralten Buch steht, das angeblich von einem Gott geschrieben wurde, ich mein Leben falsch lebe, aus keinem Grund, außer dass es diesem Gott, der das Buch angeblich geschrieben hat, nicht gefällt. Und darum muss ich mich verändern, weil ich diesem Gott gefallen soll. Ist klar. Hast du noch irgendwelche Abschlusssachen, die du machen möchtest? Wir werden hier kurz ein paar Fragen einblenden. Das mach mal alleine.
Also Kinder, wir haben auf dieser Tour auf dem Pornohof gelernt, dass Sex und Beziehung das exakt selbe sind, Pornos nichts mit Sex zu tun haben, weil dieser eine Typ einmal diese eine Sache gemacht hat, dass Pornos böse sind, weil ich Schuldgefühle habe, weil Pornos böse sind und dass eine Frau anzugucken das exakt selbe ist, wie einem Typ in den Schritt zu greifen. Wieso im Namen aller Götter habe ich so viel Zeit mit diesem Vollhorst verschwendet?